Die stylischste Bonus-Episode eines Abends. Am östlichen Horizont, in einer entlegenen Ruine. Das sieht aus wie der tiefste Teil des Dungeons. Oh, da oben ist eine Schatztruhe. Sag bloß nicht. Sag bloß, ist es das sagenumwogene Schatz, von dem alle reden. Er ist es. Er muss es sein. Dies ist der Schatz, der zu diesen Ruinen gehört. Ich habe als Erkunder so lange und hart geschuftet. Und endlich finde ich, wonach ich hier so lange gesucht habe. Einen unglaublichen Schatz. Alles klar. Ich beeile mich lieber. Oh nein. Jetzt, wo ich hier bin und den Schatz bergen kann. Da mache ich mir Sorgen, dass die Ruinen zusammenfallen könnten. Aber gut, dass ich daran gedacht habe. Bei der ganzen Aufregung bin ich fast leichtfertig geworden. Na gut, ich werde diesen Schatz behutsam bergen. Und dann so schnell wie möglich hier rausrennen, bevor alles über meinem Kopf einstürzt. Es gibt keinen Zweifel. Dieser Schatz gehört mir. Einen Augenblick mal. Was war das für eine Stimme? Diesen Schatz haben wir entdeckt, daher haben wir ein Anrecht darauf. Wir werden ihn dir nicht überlassen. Wer spricht da? Wo seid ihr? Zeigt euch! Zeigt euch, hast du gesagt? Nun gut. Dann wollen wir uns mal zeigen. Stärke. Wissen. Schönheit. Hier sind die Schatzjäger von Team Scham. Was soll das? Ah, es ist plötzlich. Es ist zu dunkel, ich sehe nichts mehr. Ah, der Schatz ist weg. Sowas. Man hat mich reingelegt. Sie waren es. Ah, die Decke. Sie stürzt ein, oh nein. Sehr gut. Das ist gut gelaufen. Der Schatz der Ruinen ist unser. Ein Zuckerschlecken, nicht wahr? Ein Sieg nach dem anderen. Ganz genau. Noch nicht ein Schatz, den wir haben wollten, ist uns bisher durch die Lappen gegangen. Kein einziger. Team Scham hat eine Erfolgsquote von 100% und darauf sind wir stolz. Alles klar, weiter geht's und weiter ungeschlagen. Wir sind die Schatzjäger von Team Scham. Zu dritt. Zu dritt gibt es nichts, was wir nicht können. Bonus Episode 4, Platz 14 Scham. Mit sehr vielen Herzchen. Die Schatzjäger von Team Scham sind ein berühmtes Erkundungsteam. Für sie spricht ihr Meisterrang und ein fabelhafter Ruf unter Erkundern. Aber vor allem ihr Talent, versteckte Schätze aufzuführen, wird von allen geschätzt. Wie dem auch sei, diese Geschichte beginnt ein wenig früher. Diese Geschichte spielt zu der Zeit, bevor Team Scham berühmt wurde. Jenes Team Scham, das jeden Schatz bekommt, auf den es aus ist. Ihr nächstes Ziel ist... Wartet! Auf mich! Wir sind schon ziemlich weit. Wir sind schon in Reichweite unseres Ziels. Ein bisschen noch Militales. Unser Ziel ist nicht mehr weit. Sobald wir diesen Dschungel verlassen, es ist ein Ort namens Geröllbruch. Das ergaben zumindest meine Recherchen. Tief im Geröllbruch soll es einen legendären Schatz geben. Man sagt von ihm, es sei so schön, dass man es nicht in Worte fassen könne. Ein wunderschöner Schatz. Klingt fast, als würde er so gut zu uns passen. Ist das so? Wenn ich das so höre, macht es mich irre glücklich. Na gut, lasst uns unser Bestes geben und diesen Dschungel durchqueren. Wer bist du? Ich bin Bluebella. Ich lebe in diesem Dschungel. Falls ihr gerade über den Schatz im Geröllbruch gesprochen habt, geht besser auf. Was? Warum sollten wir? Eine Menge Erkundungsteams waren bereits hinter diesem Schatz her. Aber bis jetzt hat ihn noch niemand entdeckt. Alle wissen, dass es unmöglich ist, ihn zu finden. Und seit kurzem glauben wir,
also die von uns, die hier leben, wir glauben, dass es wohl nie einen Schatz gegeben hat. Glaubt ihr nicht auch, dass ihr aufgeben solltet? Vielen Dank, Bluebella, aber wir geben niemals auf. Ach ja, diese Art Schatz klingt genau nach dem, wonach wir am liebsten suchen. Wir finden immer, wonach wir suchen. Das sind meistens Schätze. Wir sind immer noch die charmanten Schatzjäger, Team Charm. Und niemals die Pose vergessen. Hey, Schlappohr, sobald du fertig bist, ziehen wir weiter. Quer durch den Dschungel. Ja, die Bonus-Episode platzt für Team Charm mit Schlappohr in der Hauptrolle. So, jetzt muss ich erstmal Lager überprüfen und schauen, was wir hier alles haben. Moment, bevor ich hier irgendwas mache, ich muss mal ganz kurz schauen. Was haben wir denn an Attacken? Okay, ich habe zumindest Sprungkick und Pfund dabei. Ich weiß zwar nicht, wofür ich einen Platscher brauche, aber egal. Was hat man bei Gardevoir? Doppelteam-Konfusion, Gedanken. Okay, das ist okay. Die Attacken sind in den Bonus-Episoden immer random. Okay, Meditalis hat's blöd erwischt. Hat nur Kraftwelle zum Angreifen. Und Offenlegung. Na gut. Gedankengut bringt nicht viel, wenn man keine speziellen Attacken hat. Willenslaser ist auch so, naja. Attacken treffen beide ganz gut. So. Dann. Ich nehme mal einen Apfel mit. Ein paar Sinelbeeren. Von denen kann man gerade nie genug haben. Ich habe leider nur einen einzigen Belebersamen. Und Flair-Samen hebe ich mir besser mal auf. Zwei Top-Elixiere, man weiß ja nie. Da hinten ist noch alles ziemlich unsortiert. Okay. Eine Amrin und eine Frage, wir nehmen auch mal mit. Ich habe keine Persivbären mehr. Schals, ne? Defense-Schal. Na Gott, ich habe echt wenig Zeug hier. Super, da ist der Tierknopf da. Ist. Den gebe ich mir mal. Okay. Team Charm-Bonus-Episode war relativ schwierig, was ich in Erinnerung hatte. Eine Sinelbeere. Oh, ein Belebersamen. Wie nett. Bei denen bin ich eh gerade relativ short on supply. Sauber, lässt du das mal sein? Au. Oh oh. Das reicht noch nicht mal. Ein Erstarrorb. Vielleicht mal dass die mal nur Attacken benutzen, die auch wirklich sinnvoll sind.
Okay, der Käferbiss war böse. Das hat mich jetzt auch gleich meinen schönen Belebersamen gekostet, den ich gerade gefunden habe. Okay. Ein Platscher macht es mir nichts aus, wie muss gerade aber hier noch mit drauf rennen. Das ist das, wenn man die bessere KI von den neueren Mystery Dungeon Spielen gewohnt ist, weil in den neueren Spielen ist es so, dass die, dass deine verbündeten Pokémon nicht mehr auf offene Fallen drauflatschen. Es sei denn, du schiebst sie wirklich drauf. Man kassiert hier schon ganz schöne Kellen. Stopper-Orb. Ach Gott, komm. Nicht dein Ernst. Dieses Spiel dafür, dass es so unheimlich fair ist manchmal. Okay, welche Items haben wir jetzt alle verloren? Hört auf zu labern! Zwei von den Bändern ist ja ganz toll. Irgendwas, was einem hier helfen könnte. Ich habe hier sogar noch was. Probieren wir es einfach nochmal. Schlimm ist, dass ja dieser Teil nicht mal der schwere Teil von der Bonus-Episode ist. Der schwere Teil ist der zweite. Ja, das ist der Teil, wo am meisten schief gehen kann. Ja, klar. Erstmal schön daneben hauen. Wieso sind Persifbeeren eigentlich die einzigen, von denen ich keine mehr habe? Wie viele Giftfallen sind hier eigentlich? Findet man nach Ewigkeit mal wieder eine Passivbeere und dann. Kann ich bald mal wieder aufwachen? Danke. Das Spiel ist halt mal wieder sehr gnädig mit mir. Okay. Ich
Ich habe doch gerade noch ein paar Sachen zum Werfen auch gefunden, oder? Ja. So, Ebene 5. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Ebenen das Ding hier hat. Aber der erste hat ja, glaube ich, nicht allzu viele. Ein Belebersamen, das ist sehr schön, dass wir von denen auch mal wieder einen haben. Ja, was haben wir denn da alles? Top-Elixier, Eisendorn, Apfel. Es war mir irgendwie wieder klar, dass das jetzt passiert. Das war mir irgendwie auch klar. Wie viele Attacken sind jetzt eigentlich die letzten 10 Runden daneben gegangen? Ich glaube, von Meditalis so ziemlich alle und von mir der Sprungkick. Genau, die eine, die drauf soll, geht nicht drauf. Das ist immer so. Ich habe die Treppe gesehen. Ah, der Sandsturm nervt.